Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und ja, ich spiele mal eine Early Access Version von einem, ja, ich nenne es mal Rennspiel. Es ist so eine Art zwischen Mario Kart und Mario Kart und nur mit, ja, Geistern, Zombies, Toten. Also hier den Henkersmann haben wir und natürlich den guten Rentnern, die hier auf ihren Rollatoren hier durch die Gegend düsen. Naja gut, motorisierte Rollatoren. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man die nennt, aber naja, wie gesagt, es ist eine Early Access Version. Wir werden jetzt hier auch keine 200 Folgen mitmachen. Das soll jetzt auch gar nicht als Ersatz für F1 2014 sein, also keine Sorge. Sondern einfach nur mal just for fun. Ich habe gesehen, das ist gestern bei Steam rausgekommen. Ich fand es eigentlich ganz lustig und wollte es euch mal vorstellen. So, was allerdings direkt ins Auge sticht, ist, dass man hier leider so ein paar Parameter vergessen hat. Oder was heißt so ein paar? Wahrscheinlich gibt es da irgendwie Fehler, dass der das getestet hat und auf anderen Rechnern läuft es nicht ganz so rund. Aber wie gesagt, Early Access, das ist ganz normal, dass da immer hier und da so ein paar Fehler sind. Man muss einfach nur sich die bei den Couldn't Find Key Main Menu Race in Dictionary muss man sich einfach nur das außen wegdenken und dann Menu Race, Story, Quick Race, Time Trial, ne? Und dann kann man hier eigentlich dann auch relativ gut zurechtkommen. So, wir gucken hier mal rein. Okay, das sieht natürlich jetzt nicht so schön. Wie gesagt, das wird alles noch weggepatcht, dass das dann vernünftig läuft, keine Sorge. Und ich würde sagen, wir gehen mal in das Menü Rennen und in das Menü Story und in das Menü Start. Ich habe eben schon mal eine Runde gedreht, um mir das grob anzugucken. Und ich würde sagen, es geht los. Story 1. Der Gevattertod und eine verträumte kleine Stadt. Da wird es doch bestimmt ein paar Frührentner und Spätrentner zum Mitnehmen geben. So, da haben wir hier schon unseren ersten werten Herrn, der auf seinem Gefährt durch die Stadt tuckert. Die Musik und der Helm und die Brille erinnert mich so ein bisschen an oben. Und auch das mit dem Fliegen. Ich glaube, da ist jemand Pixar-Fan, ne? Ja. Mit dem Flugzeug auf dem Nachttisch. Und jetzt ist aber Showtime. Kollege, du bist alt genug. Die Rentenkassen müssen entlastet werden, damit die jüngere Generation auch ein bisschen was hat. Und deswegen wird es Zeit, dass wir hier mal ein bisschen aufräumen. Der Dorfrat, der Ältestenrat setzt sich zusammen und debattiert über die Vorgehensweise. Aber Gevattertod lässt sich hier doch zu einem Angebot, zu einer Unterschrift nieder mit ein paar Uhren. So, was haben wir denn gemacht? Ich schätze mal, es geht dabei um ein Rennen. Das Problem ist, wenn ich auf der Seite von Gevattertod bin, dann kann ich ja kaum Rennen fahren, ne? Das sei denn, wir können den aussuchen. Müssen wir mal gucken. So, jetzt werden erstmal hier ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll. Rollatoren sind es ja nicht. Das sind ja die Dinger, die man schiebt. Ich weiß es nicht. Die Wägelchen, was auch immer. So, das ist Amish Long. Dann haben wir noch den Biker, Florida Gran, Florida Guy mit seinem schönen Shirt, KFG, den Piloten, den Scientist, also den Wissenschaftler, und ich schätze mal, und Grimm können wir leider nicht nehmen. Kann ja mal gucken. Oh, ist leider gesperrt. Ja, welcher von denen ist dann am coolsten? Ich fand ja den Amish eigentlich ganz cool. Den nehmen wir mal. So, jetzt muss ich mal gucken. Also, wie gesagt, man muss immer so ein bisschen das Ding in der Mitte gucken. Dieses Couldn't Find Key und dann in Dictionary, das muss man sich einfach wegdenken. Und auch das mit dem, keine Ahnung, Select. Hier haben wir dann Level. Aber ich glaube, genau, das ist alles gesperrt. Das ist auch gut. Somit kann man dann hier vernünftig von vorne bis hinten alles durchspielen. So, dann gucke ich mal hier, das sollen nochmal so ein paar Sachen sein. Hints and Tips, also ja, Hinweise und Tipps.
So, Race Text. Oh ja, tut mir leid, dass das da so doof ist, aber ich musste es trotzdem spielen. Also wie gesagt, das wird alles noch weggepatcht. Gib den Entwickler da ein bisschen Zeit. Das ist wahrscheinlich auch nur ein Ein-Mann-Projekt. Da kommen immer mal ein paar Probleme, gerade wenn es dann neu released wird. Und ich bin mir sicher, dass der das getestet hatte auf dem Rechner, wo es funktioniert hat. Aber das wird alles gemacht. So, auf geht's. 4 Runden haben wir. Und Position. Ja, ich weiß nicht. Wir haben hier auch natürlich noch so ein paar Items, die hier sind. Sonst wäre es ja auch nicht ähnlich wie Mario Kart. Das war schon mal richtig schlecht. So, was ich jetzt finden konnte, wir haben Ölflecken. Das heißt, das ist wahrscheinlich so ähnlich halt wie eine Banane bei Mario Kart jetzt. Wenn man das so sich so vorstellt. Dann hat man Raketen, mit denen man schießen kann. Das hier ist zum Beispiel so ein Ölfleck. So, da war eine Rakete. Und die alte hat auch noch eine, also wir sollten aufpassen. Genau. Herzlichen Dank. So, aber wie gesagt, es gibt 4 Runden. Und wir haben massig Zeit, uns wieder nach vorne zu kämpfen. So, da werde ich dann in der nächsten Runde reinfahren, in den Ölfleck, der da außen ist. So, und Omi hier hat ganz schön einen Vorsprung gehabt, jetzt aber nicht mehr und jetzt können wir hier auch vorbeiziehen. Juhu, also wir sehen links auf der kleinen Karte, auf der Übersicht, dass wir jetzt auch ganz vorne sind und 2 Runden gibt es noch zu überstehen. So, die Raketen sind glaube ich nicht das Schlechteste, auch wenn es natürlich praktischer wäre, wenn wir jetzt Items haben, mit denen wir uns... Ja, die uns so ein bisschen absichern können, wie so ein Ölteppich, der da rechts noch war. Aber nicht reingefahren zum Glück. Aber hier haben wir zumindest etwas, womit wir direkt kontern können. So, Kollege, zack. Gevatter, oder nicht Gevatter, tot, doch. Den haben wir mal ordentlich einen mitgegeben. Und jetzt haben wir auch einen schönen Vorsprung. So, ich merke, das sind immer hier mal so ein paar Frame-Drops. Aber das liegt eher an meiner Kiste, mit der ich spiele, die auch hoffentlich bald dann erneuert wird. Oh, oh, fast wieder durch den Ölteppich gefahren. Und das ist auch schon die letzte Runde. Aber wir haben einen relativ guten Vorsprung. Oh, oh. Okay, der hinter uns hatte gerade einen Unfall gehabt. Deswegen ist es jetzt wieder ein bisschen entspannter, sonst wäre der wirklich nah dran gewesen. Und da haben wir das erste Rennen gewonnen. Juhu! So, gibt auch direkt eine Errungenschaft. Grim Aced. So, Death Comment Success. Ja, hätte ich gerne gesehen. So, Amish. 15 Punkte vor Grimm mit 12 und KFG mit 10 und so weiter und so fort. So, dann gucke ich gerade mal. Continue. Links haben wir Try Again. Rechts haben wir Continue. Wir wollen natürlich das Spiel fortsetzen und das nächste Rennen beginnen. Ja, wie gesagt, bis auf die Parameter, die hier ja nicht funktionieren, ist es doch alles ganz dufte. Choose a challenge. So, wieso können wir nicht... Ach so. Ah. Es gibt immer pro Gebiet immer 3 Strecken, so wie es aussieht. Dann machen wir mal Strecke 2. Vorher können wir nämlich nicht das nächste Gebiet freischalten. So, dann geht's los. Ja, wie gesagt, das wird jetzt auch kein endlos langes Let's Play werden. Einfach nur mal alle Rennen durch und fertig erster. Und wenn euch das Spiel gefällt, dann könnt ihr das halt sehr gerne über Steam kaufen. Das ist Early Access, ist gestern rausgekommen und ja, wird natürlich noch einiges dran gemacht. Und es gibt auch Multiplayer online und so weiter und so fort. Also ich stell's mir so als Mario Kart Alternative, gefällt's mir eigentlich schon sehr gut. Kostet jetzt auch gerade 12 Euro statt 18 Euro. 18 Euro ist ein bisschen viel, denke ich.
aber für 12 Euro, das ist noch reduziert bis 5. März, das passt dann. Ich meine, man soll ja auch die Entwickler so ein bisschen entlohnen. So, jetzt haben wir mittlerweile hier dann auch Pfeile auf dem Boden, goldene, die wir nutzen können. Da wollen wir natürlich dann auch immer schön rüber. Oh. Ach, guck an, jetzt haben wir hier ein paar mehr Schuss. Jetzt müssen wir aber erstmal wieder die Lücke zufahren, sonst sind wir wahrscheinlich hier zu weg. Oh, das läuft da irgendwie noch dann so ein bisschen komisch. So, geht doch. Hat ein bisschen gedauert. So, ich verballer mal den Rest auch noch. Dann kriegen wir was Neues. So, die Raketen sind nämlich schon ein bisschen effektiver. Alter, aber wieso sind die manchmal so schnell? Ich hoffe, der hatte gerade einen Bonus oder sowas. Sonst können wir da ja, wenn wir da keine Waffen haben, ja nie gegenhalten. So, da haben wir wieder die Uzi. So, und da haben wir auch wieder den Grimm. So. Wieder erfolgreich abgewehrt. Dritte Runde, das heißt 1,5 Runden noch in etwa. So, und der Typ kommt schon wieder. Ich fasse es nicht. Und mit einer Peitsche. Sehr schön. So, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt müssen wir erstmal wieder rankommen. Ich hoffe, die sitzt. Ja, die verfolgt ihn. Wunderbar. Dann sind wir jetzt wieder mehr oder weniger knapp vor ihm. So, was ist das? Oh, ein Schutzschild. Hätte ich das mal später eingesetzt. So, jetzt haben wir aber wieder die Uzi. So, und da kommt direkt wieder der Feind. Mit seiner Peitsche. Sorry, Kumpel, aber von dir wollen wir uns jetzt eigentlich nicht auspeitschen lassen. Boah, jetzt zieht er da wirklich weg und das ist die letzte Runde schon. Jetzt müssen wir Glück haben. Ah. Nee. Ah, scheiße. Ja, zweiter Platz. Das heißt, der Grimm hat gewonnen und zieht gleich. Beide haben jetzt, also wir haben beide jetzt erster, zweiter. Ah. Ja, dahinter ist eine ziemliche Lücke. Na gut, dann geht's jetzt ums entscheidende dritte Rennen. Und der Gewinner, oder wer jetzt quasi weiter vorne ist, Grimm oder wir, der ist dann Gesamtsieger. Das wollen wir jetzt natürlich dann machen. So. Auf geht's. Ich hoffe, das war jetzt die richtige Map. Das kann man nämlich so schwer, relativ schwer. Doch, ja, ist, die hatten wir noch nicht. Sehr gut. So, Paperboy ist auch da. Macht Platz. Macht Platz. Ah. Unser Farmer ist hier immer noch am ehesten fit. Alter, was ist denn hier los gewesen? Aber Grimm ist zum Glück auch weit hinten gewesen. Holla, die Waldfee. So, aber an dem Grimm... Oh, du Penner. Was soll denn der jetzt hier, Sperrmüll oder was? Und an dem Grimm müssen wir dranbleiben. So, wenn ich jetzt wüsste, wo der ist. Wir müssen einfach Gas geben. Oh nein! Und das ist eine relativ kurze Strecke. Das ist das Problem. Oh, da ist unser erster Platz. Oh, wenn die mich jetzt noch erwischt hätte, ey. Also wir müssen auf jeden Fall vom Grimm ins Ziel kommen. Die Sachen bringen uns hier alle gar nichts.
das bringt uns auch nichts. Welcher Platz ist denn, sind wir eigentlich? So, da ist er doch. Aber das war schon die letzte Runde. Ach Mensch, ist das ärgerlich. Da haben wir ihn gerade noch gesehen und da ist er dann übers Ziel gefahren. Eine Kurve weiter, dann hätten wir ihn noch runterballern können. Oh, ist das ärgerlich. Und damit ist es leider nur Platz 2. Ach, schade. Continue. Ja, wir haben Silber gewonnen. Ich denke mal, das reicht trotzdem, um das nächste Gebiet freizuschalten. Auch wenn ich es immer... ja, versuche überall perfekt zu machen. Naja. So, was passiert jetzt? Haben wir eine Siegerehrung? Oder was kommt? Naja, was heißt Siegerehrung? Das kann man auch nicht wirklich Siegerehrung nennen. Ja, der Grimm hat gewonnen. Das freut mich natürlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich schade, weil wir verloren haben. Nein, wir wollen mal nicht so gemein sein. Wir müssen natürlich dafür Sorge tragen, dass unsere älteren Mitbewohner hier ein erfülltes, langes Leben haben. Ja, und in der nächsten Folge nehmen wir mal die nächste Map und ja, bin ich mal gespannt, was das dann wird. Also, ich sag danke fürs Zuschauen, Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen, gerne einen Kommentar hinterlassen, was ihr von dem Spiel haltet und wie gesagt, mal abgesehen von den kleinen Parametern, die hier fehlen oder die halt falsch sind, kann auch sein, dass es an meinem Rechner liegt, hatte jetzt nicht jeder den Fehler, laut den Diskussionen da bei Steam. Könnt ihr einfach mal auf die Seite gehen bei Steam. Ich verlinke das Ganze und ja, wäre schön, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Wir spielen hier einfach mal alle Karten durch. Also, macht's gut, bis dann. Tschüssi.